Hallo, meine lieben Zuschauer. Es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Video aus dem Bereich der Digi-News. Bandai Namco hielt ja am 12. Februar die Digicon ab und es wurde über die Zukunft unseres Lieblingsanime gesprochen, der ja dieses Jahr sein 25. Jubiläum feiert. Dabei wurde angekündigt, dass es zu Digimon eine neue Novel und dazu natürlich jede Menge Merchandise geben wird. Der Name dieses Projektes ist Digimon Seekers und die Novel wird ab dem 3. April 2023 wöchentlich auf der offiziellen Webseite erscheinen, die ich euch auch in der Beschreibung verlinken werde. Ein kleines Manko gibt es bei der ganzen Sache. Leider wird die Novel, wie es ja zu erwarten war, nicht auf Deutsch übersetzt, aber dafür soll es eine englische Übersetzung geben. Neben einem ersten Trailer gibt es auch schon ein paar Hintergründe, was die Story betrifft. Es soll nämlich um den jungen Eiji Nagasumi gehen, der 19 Jahre jung ist und sein Geld mit recht zwielichtigen Jobs verdient. Er bekommt das Digimon Lugamon an seiner Seite und durch den Kontakt zu den Digimon soll sich sein Leben komplett ändern. Und ein weiterer, meiner Meinung nach sehr interessanter Fakt ist der, dass die ganze Story aus dem neuen Universum zu der Zeit spielen soll, als es noch so gut wie überhaupt keine Informationen über die digitale Welt gab. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum die neue Digimon Novel als Digimon Seekers bezeichnet wird, denn Seekers steht dafür, dass jede Figur nach dem sucht, was ihr sowohl in der menschlichen, aber auch in der digitalen Welt am wichtigsten ist. Auf der Seite wikimon.net habe ich noch ein paar mehr Informationen entnehmen können, unter anderem, dass es noch einen jungen Mann namens Leon gibt, der ein Pulsmon an seiner Seite hat und dass es sich bei den Digimon, die auf dem offiziellen Bild vorhanden sind, um ein Dorumon und einem Ryodamon handelt. Es gibt auch schon Bilder von dem sogenannten Digimon Crime Response Team, welches aus einer Satsuki, einer Yulin und der D-Brigade besteht. Die D-Brigade ist eine mechanisierte Brigade, dessen Digimon Drachen-Cyborg-Digimon sind. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denn von dem neuen Projekt haltet. Ich finde ja schon, dass es sich recht interessant anhört, zumal Eiji ja in die Welt von Digimon geworfen wird, trotz dass er ja schon ein Erwachsener ist, was ihn ja doch stark von seinen Vorgängern unterscheidet. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin auf den Laufenden halten. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like oder einen Kommentar oder aber auch beides freuen. Macht euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.